Heute startete in Tübingen die 12. Euro-Tandem-Tour. Bei diesem Inklusionsprojekt radeln Menschen mit Sehbehinderungen gemeinsam mit sehenden Piloten durch Baden-Württemberg und Bayern. Wir waren beim Start mit Tübingens Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch dabei. Frühmorgens ging es los. Etwa 60 Menschen in gelben Trikots versammelten sich in Tübingen. Sie nehmen an der 12. Euro-Tandem-Tour der Hemm-Schwerger-Stiftung teil, die unter dem Motto »Alles im Fluss – Synergien durch Gemeinschaft« steht. Die Euro-Tandem-Tour ist ein Inklusionsprojekt, das heißt unser sportliches Tandem, auf dem ein sehender Pilot oder eine sehende Pilotin mit einem blinden bzw. sehbehinderten Co-Piloten, Co-Pilotin unterwegs ist, soll ein Beispiel sein, dass wir in unserer Gesellschaft, wenn wir Menschen mit Beeinträchtigungen Hilfestellungen leisten, sehr viel gemeinsam umsetzen können. Die Co-Piloten mit Sehbeeinträchtigungen leiden überwiegend einer seltenen Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa. Von dieser erblich bedingten Erkrankung sind etwa 40.000 Menschen in Deutschland betroffen. Sie führt dazu, dass man im Laufe seines Lebens erblindet. Auch Maren Schwerger leidet darunter. Eben deshalb nimmt auch sie an der Euro-Tandem-Tour teil. In den letzten Jahren hat sich sehr viel in der Forschung getan und wir haben natürlich großes Interesse, als aktive Patienten und Patientinnen dazu beizutragen, dass die Öffentlichkeit merkt, dass sich was tut, und wir wollen die Öffentlichkeit aufmerksam machen, was es heißt, mit dieser Augenkrankheit zu leben, aber auch darauf aufmerksam machen, dass sich in der Forschung zurzeit aufgrund von Gentherapien sehr viel verändert hat, und wollen da weiter treiben, damit man dranbleibt. Für die Forschung braucht es aber auch Spendengelder. Denn eben weil die Erkrankung so selten ist, gibt es wenige Organisationen, die in die Forschung von Retinitis pigmentosa investieren. Die Pro-Retina-Stiftung setzt sich dafür ein, dass Forschungsprojekte in dieser Richtung finanziert werden. Der aktuelle Stand geht dahin, dass man bestimmte Genmutationen identifiziert, für die dann eben genmodifizierte Therapien verabreicht werden können. Und gerade in Tübingen ist eine Hochburg dieser Genforschung. Deshalb war der Start der 12. Euro-Tandem-Tour auch in Tübingen. Das Grußwort hielt die Bürgermeisterin für Soziales, Kultur und Ordnung, Daniela Harsch. Ich wünsche den Teilnehmern, dass sie viel Spaß haben, erstmal. Also, dass sie auch für sich viel mitnehmen können, aber dass es eben gelingt, auch für diese Erkrankung zu werben. Letztlich ist es ja ein falscher Ausdruck zu sagen, für eine Erkrankung zu werben, sondern für Aufmerksamkeit zu sorgen durch diese Tour. Dann ging es auch schon los. Pilot und Co-Pilot schwangen sich aufs Rad. Die Vorfreude ist den Teilnehmern anzusehen. Maren Schwerger bezeichnet das Tandemfahren als Befreiung. Natürlich sehe ich jetzt nicht unbedingt die Landschaft, durch die ich radel, aber man kann dann merken, man kann die Landschaft hören, man kann sie riechen. Und natürlich haben wir tolle Piloten und Pilotinnen, die einem auch ganz viel erzählen. Und dann entsteht ein rundes Bild und ja, man ist einfach körperlich im Einsatz. Und das ist ja häufig das, was uns behinderten Menschen fehlt, der körperliche Einsatz. Und der wird jetzt aber stark gefordert. Immerhin führt die Strecke sie nun die Schwäbische Alb hoch, über Dettingen und Laichingen bis nach Günzburg. Knapp 120 Kilometer werden sie am Ende des heutigen Tages zurückgelegt haben. Am achten Tag kehren sie von Heilbronn nach Tübingen zurück.